Was geht ab, Freunde? Ich begrüße euch heute recht herzlich zu einem ganz besonderen Video. Heute machen wir mal ein Böller-Experiment mit einer Gummihand aus Gelatine, Leute. Wir haben das Ganze hier mit verschiedensten Böllern dann ausprobiert, mit deutschen Böllern von A bis Z, von polnischen Böllern von A bis Z, und das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen, Leute. Seid auf jeden Fall gespannt, was für einen Schaden die einzelnen Böller bei der Hand anrichten werden. Ich zeige euch jetzt nochmal hier im Hintergrund, wie wir das Ganze gemacht haben. Wir haben erstmal uns einen schönen Eimer bei KFC geholt und haben die Hot Wings Hähnchenschenkel dann uns aufgehoben. Ich habe mir Gelatine gekauft, in dem Fall 3x30 Gramm. Ihr braucht dann solche Einweghandschuhe, wo ihr die ganze Masse dann auch hineinfüllen könnt. Zuerst einmal müsst ihr natürlich die Hähnchenschenkel unter Wasser abwaschen und das restliche Fleisch vom Knochen abwaschen. Luna war zuerst auch sehr interessiert, aber am Ende jetzt doch nicht so begeistert. Ihr füllt auf jeden Fall die Gelatine in einen extra Messbecher. Wir haben jetzt hier 90 Gramm Gelatine mit 1,2 Liter Wasser gemischt. Das Wasser muss auf jeden Fall schön heiß sein, weil dann löst sich die Gelatine am besten und am schnellsten auf. Füllt dann die Gelatine ganz langsam in das Wasser und fangt kräftig an zu rühren. Wenn die Knochen dann schon in dem Handschuh drinne sind und die Gelatine sich vollständig aufgelöst hat, könnt ihr dann die Masse in den Handschuh hineinfüllen und direkt im Anschluss am besten eine Wäscheklammer oder ähnliches drum befestigen, damit die Gelatine nicht auslaufen kann. Danach legt ihr sie am besten irgendwo hin. Ihr könnt sie auch in den Kühlschrank tun oder jetzt bei der kalten Jahreszeit auf den Balkon legen und lasst die Handschuhe dann schön aushärten. Wie ich schon sagte, war Luna dann doch nicht so begeistert von der Gelatine und deshalb hat sie 2 der 3 Handschuhe mit ihren Krallen kaputt gemacht, trotz dessen ein Blech über der Spüle war, damit sie da nicht hingeht. Somit hatten wir nur noch 1 von 3 Händen und diese war dann auch nicht so hart am Ende. Wir hatten einfach zu wenig Gelatine benutzt und wir mussten somit einen zweiten Versuch starten. Wir haben diesmal deutlich mehr Gelatine benutzt. Wir haben diesmal die dreifache Menge, ungefähr 250, 270 Gramm Gelatine hatten wir und diesmal auch nur mit 1 Liter Wasser vermischt. Somit war die Hand am Ende deutlich härter. Wir haben hier im Prinzip genau das gleiche gemacht, nur dass wir die Schenkel hier nochmal mit Heißklebe im Handschuh befestigt haben. Die Masse war beim Rühren dann schon deutlich dickflüssiger und die Hand sah schon deutlich besser aus als beim ersten Versuch. Wir haben diese Handschuhe dann auf dem Balkon aushärten lassen und seht selbst, das Ergebnis lässt sich zeigen. So Leute, die Hand ist jetzt endlich fertig. Das soll wirklich jetzt eine handechte Menschenshand auch darstellen lassen mit den Knochen. Ich bin sehr gespannt. Wir öffnen es jetzt zusammen für euch. Boah. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das sieht so gut aus! Schaut euch das an, mit den Knochen hier, die sieht man richtig gut. Boah! Wie eine echte Hand, Leute. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie die einzelnen Böller darauf reagieren werden, beziehungsweise wie die Hand darauf reagieren wird. Spießen wir das Ding mal auf. Ja. Sehr gut. Noch ein Stück. Boah, Leute, jetzt geht's los. Böller vs. Hand. Wir fangen natürlich erstmal mit ein paar Deutschen an. Wir haben auch noch eine zweite vorbereitet, falls die sich jetzt direkt zerlegen würde hier. Und ja, dann würde ich sagen, ab dafür. So, als erstes jetzt der China-Böller B von Panda. Ein deutscher Böller. B-Böller ist jetzt kein kleiner Böller, so ein mittlerer würde ich sagen. Let's go. Zünd an. Ja, leichte Verbrennung auf jeden Fall, aber es ist nichts weiter passiert. Machen wir mal noch einen zweiten. Genau, mal an die andere Seite hier. Zünd an. Der hat richtig gut gescheppert. Ihr seht, der hat sich richtig gut zerlegt. Aber es ist auch hier an der Hand nichts weiter passiert. So, wir machen kurz die Hand wieder ein bisschen ganz hier unten mit Panzerband. Das ist durchs Aufspießen auf jeden Fall ein bisschen gerissen hier unten. So, jetzt kommen hier die Weco China Böller D.
Ja, die Böller zählen mit zu den eigentlich schon lautesten Böllern in Deutschland. Mitten rein, mal schauen. Auch da ist ja überhaupt nichts passiert jetzt. Der Böller war aber auch nicht so stark, muss man sagen. Wir haben aber noch einen zweiten. So, na dann, Versuch Nummer 2. China Böller D, Weko. Boah, der hat richtig gezimmert. Und es ist wieder nichts passiert an der Hand. Die Hand ist komplett ganz. Hier, das ist nicht wundern, das ist schon vorher so gewesen. Krass. So, dann haben wir jetzt hier nochmal eine Variante. Und zwar gelten auch als sehr laut in Deutschland. Thundercracker Katan. Sind auf Oldschool angelehnt. Richtig laute Böller. Gute Verarbeitung. Graue Lunte oben zugestopft. Schauen wir mal, was der so an der Hand anrichtet. Genau, schön mitten rein. Dann würde ich sagen, zünd an. Also ich glaube, da sind wir uns eigentlich mit Abstand der lauteste Böller. Und es ist wieder nichts passiert, Leute. Nichts. Man kann sich mit deutschen Böllern nicht die Hand sprengen oder ähnliches, Leute. Denkt daran. Die Leute, die sagen, man kann sich mit deutschen Böllern so verletzen, dass man die Hand operieren muss, das ist falsch. Das sehen wir jetzt in diesem Experiment hier, Leute. Und jetzt nochmal der lauteste Böller Deutschlands, Funke China Böller D. Der wird aber jetzt auch nicht mehr so viel anrichten. Gehen wir mal stark von aus. Ah, es war sogar ein Verpuffer. Wir haben aber noch einen, oder? Ja. So, da das jetzt ein Verpuffer war, haben wir hier nochmal einen schönen Ersatz. Und zwar Cobra 6 BP, hat 6 Gramm Schwarzpulver. Mehr ist in Deutschland nicht erlaubt. Somit denke ich mal, ein denkwürdiger Ersatz für den Funkeböller. Der hat richtig gezimmert, Leute. Und bis auf ein paar Verbrennungen auch hier wieder nichts am Finger weiter passiert. So, jetzt haben wir hier den Panther La Bomba. Zählte früher auf jeden Fall zu einem sehr lauten Böller aus dem Ausland, der in Deutschland illegal ist. Mittlerweile immer noch illegal, aber nicht mehr so gut auf jeden Fall. Fangen wir mit dem mal an. Bin ich sehr gespannt, ob der jetzt schon mal was anrichten wird hier. Der erste Böller mit Blitzknall. Hat nichts angerichtet. Habe ich mir fast schon gedacht. Warte, ich sag kurz. So Leute, ich habe kurz das Mikrofon auf diese Kamera jetzt hier gewechselt. Falls ihr euch wundert, jetzt der Kala Salut. Gilt auf jeden Fall als ein lauterer Böller als La Bomba. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt jetzt, was der hier anrichtet. Kala Salut. Auch nichts passiert tatsächlich. Das kann ich mir kaum vorstellen. Richtig krass eigentlich. Man muss dazu sagen, der Kala Salut ist auch nicht mehr so laut wie früher. So Leute, jetzt nochmal ein Kala Salut. Mal schauen, ob der jetzt nochmal was anrichtet. Wenn nicht, gehen wir dann zum höheren Kaliber. Nee, nichts passiert. Nichts weiter passiert, Leute. Daran sieht man, die polnischen Böller sind auch nicht mehr so die sie mal waren früher.
So, und jetzt sollte die Hand auf jeden Fall langsam mal aufgeben, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier einen Dumbum 30 und der ist wirklich sehr gefährlich, Leute. Auf jeden Fall aufpassen bei solchen Böllern, genügend Sicherheitsabstand nehmen, wie wir es auch machen. Und dann positionier den mal auf die Hand, an die Hand, in die Hand. Genau, das reicht eigentlich schon zu. Und dann würde ich sagen, ab dafür Dumbum 30. Genügend Sicherheitsabstand. Oh, wo ist die Hand? Ja. Da unten. Ja, das war's, Leute. Und das meine ich mit gefährlich. Die ganzen Böller ab 5 Gramm werden schon solche Ausmaßen hier annehmen, auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall auf euch auf da draußen. Vor allem, wenn ihr solche Böller zündet, nicht im Zusammenhang mit Alkohol zünden und auf keinen Fall damit irgendwelche Späßchen machen und ganz normal im sichersten Abstand zünden, wie wir es jetzt auch gemacht haben. Und dann würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen hoch da für dieses Experiment. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt an Experimenten oder so im Zusammenhang mit Feuerwerk. Würde mich freuen. Dann würde ich sagen, haut da rein und ciao.